Zuletzt gab es einen Punkt. Heute dürften Sie dann wieder auf Sieg spielen. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Song. Er schießt. Das ist der Treffer. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Ganze 4 Minuten sind vorbei. Da ist hier das 1:0 gefallen. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Souverän, er hat den Ball. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Da stand der Assistent gut. Abseits. Petric. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Super Flanke. Gerard. Da geht er gut dazwischen. Jetzt haben sie den Ball. Das war Pech. Das ist Abseits. Da kann er sich den Ball holen. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Da konnte man auch ohne Wiederholung sehen, wie knapp das war. Ein richtig guter Versuch, sehr gute Technik beim Freistoß. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance raus? Das wird nochmal Einwurf geben. Ganz schwacher Passversuch. Einwurf. Song. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Sie holen sich den Ball. Nicht gut vom Verteidiger. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Und er schießt. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Und Eckstoß.
Wieder ein Eckball. Es gibt Einwurf. Jetzt vielleicht. Petric. Da kommt er nicht richtig dran mit dem Kopf. Ball geht vorbei. Da fehlen ihm vielleicht ein paar Zentimeter, sonst hätte es gefährlicher werden können. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. So. Die Flagge kommt gut rein. Jetzt gibt's Abstoß. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. So. Er kommt nicht vorbei am Gegenspieler und dann geht der Ball ins Aus. Petric. Und damit ist der Ball weg. Das war einfach. Und er hat den Ball. Der Ball geht ins Tor aus und es gibt Abstoß. Das wird gefährlich. Geht er rein. Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Wir haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Ilicevic. Fällt jetzt das Tor. Da ist er da und hat die Flanke. Vier Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was. Der Verteidiger stört ihn. Das war ein Foul. Da muss er natürlich Freistoß geben. Jetzt wollen sie den Gegner überraschen. Gerrard. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. Und Ecke. Petric. Da steht er richtig. Elfmeter, ganz klar. Da gibt er Elfmeter. Und jetzt könnten sie in Rückstand geraten. Ja, das hat er nicht gut gemacht. Keine gute Zweikampfführung. Der Elfer ist drin.
2:1. Eine enge Kiste. Nach Durchgang 1 steht es hier 2. Und jetzt geht's hier weiter. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Souverän, er hat den Ball. Gut verteidigt, die Hereingabe abgeblockt. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Chance erstmal vorbei. Und da gibt er Freistoß. Nicht gut genug der Freistoß, so wird das nix. Der Ball geht in die Mauer. Das könnte jetzt ein Konter werden. Gut aufgepasst. Das wäre. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Ecke abgewehrt. Kopfballchance. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Wird das eine Torchance? Guter Pass, der kommt an. Schuss! Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Also, nee, da war doch viel mehr drin in der Situation. Ja, zumal die Ecke gut reinkam, da muss er mehr rausmachen. Stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Den Ball hat er. Iličević.
Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Jetzt sind sie am Ball. Das war einfach. Und er hat den Ball. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Das muss ein Elfmeter sein. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens gelb. Selber passt. Den Elfer hat er ganz cool verwandelt. Und da hat er seine Nerven im Griff. Trifft vom Punkt. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Petric, der Ball ist im Netz und damit liegen sie vorne. Sie investieren mehr in diesem Spiel. Insofern verdient der Treffer für mich, finde ich auch. Absolut, sie haben das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Und wenn sie so weitermachen, wird es schwierig für die Hand. Das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, der geht an die Latte. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Er zieht ab. Jetzt wird's Ecke geben. Die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Elfmeter, ganz klar. Und jetzt könnten sie die Führung hier verlieren. Es gibt den Elfer, völlig zu Recht. Bisher ein unglaubliches Spiel von ihm. Er nutzt jede Chance. Sie müssen viel enger bei ihm sein. Ist natürlich leichter gesagt als getan bei seiner Qualität. Haargenau unter die Latte. Ich fass es nicht. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Gerard. Und jetzt der Schuss. Da passt der Torhüter auf. Da sind Tor. Das gibt's doch gar nicht. Kurz vor Schluss treffen sie doch noch. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Klasse Aktion. Da ist der Helmbach, holt sich den Ball, macht ihn dann doch noch rein. Der Führer natürlich bitte. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Da passt er auf. Und hat den Ball. Gefährliche Flanke. Da passt er auf und kann klären. Wir brauchen jetzt ein Tor, aber nicht so. Der macht ihn. Da setzen sie sich hauchdünn durch. 4:3 der Endstand. Zur Hälfte der Saison wird es immer klarer, welches Schicksal diesem Verein droht.
Es sieht ganz stark nach Abstieg aus. Aber wir haben noch eine Halbserie vor uns. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Das passiert nicht ganz so oft, dass man einen Dreierpack hat und am Ende trotzdem verliert.